Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Geisterversteher, Austreiber, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall auch Pflanzenkenner, hoffe ich, denn wir müssen eine lila Rose finden für Olgiert von Everek, im wahrscheinlich verspukten Anwesen der von Everex. Und ich würde sagen, wir gehen da einfach mal mutig, wie wir sind, hinein und schauen uns um. Wir haben ja hier schon eine geisterhafte Gestalt gesehen, ne? Die ist hier in Richtung dieses Grabes gegangen, vom Haupteingang lang. Das haben wir da hinten von der Bresche in der Mauer aus gesehen. Da ist die Bresche in Richtung Mühle. Und ja, wir müssen jetzt mal schauen. Was hier vor sich geht, aber wir sollen den Komplizen finden und wir sollen auch den hinteren Garten durchsuchen. Wir haben einen schwarzen Hund bei einem Grab gefunden. Ich vermute, hier ist zu, wie es aussieht, oder? Das ist der Lieblingshund der Frau von Olgiert. Oha, und da haben wir eine schwarze Katze. Die hat auch so diese blinden Augen, ne? Let's scooch Dieses. along, Kitty. This place. What's that? That digging? Okay, da ist wieder der schwarze Hund. Was haben wir hier für. Oh. Spuren. Okay. Scheinen wir aus dem Haus rauszuführen, ne? Also wir hätten vielleicht doch erst ins Haus rein gesollt. Abgeschlossen. Someone dragged a wounded man through here. Ah, okay, und dann soll der jetzt vergraben werden, oder was? Okay, wir schauen uns das mal completed boots leading from the back of the garden. an. Nagelstiefel, okay. Also nicht so wirklich ein Geist. Wir werden uns der Sache mal annehmen. Hallo Katze. Was haben wir denn hier? Einbruchwerkzeug. A lockpick? Must have been the other thieves. Tja, im Moment glaube ich nicht, dass wir es tatsächlich mit einem Geist zu tun haben. Vielleicht hat sich hier einfach nur jemand eingenistet. Was gibt es denn hier drüben? Ist die Tür auch abgeschlossen? Jupp. Okay, den Schlüssel werden wir wahrscheinlich hier gleich finden. Könnt ihr schon was sehen? Ich sehe noch niemanden. Er scheint hinterm Brunnen zu sein oder im Brunnen. Ach, da hinten ist er. Was ist da? Graves, unmarked, laid out in rows like garden beds. Hey. Hear me? Das rechte Schwert hat er gezogen, das gegen Monster. Another thief. Body's mutilated. Who are you? Er hat einen angenähten Fuß, zwei angenähte Füße. Das geht nun ab. Was bist du denn? Okay.
Wow. Okay, also diesen Angriff sollten wir tunlichst abwarten. Okay, verstanden. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Und ich versuche mal ein bisschen schwere und leichte Angriffe miteinander zu kombinieren. Okay. Das geht jetzt an. Den Hass auf diese Geister zu haben. Und er scheint sich daran zu regenerieren, was natürlich echt schlecht für uns ist. Dem hier beikommen soll, so richtig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber der hat jetzt sein Angriffsschema gewechselt hier. Ne, der macht dann nicht mehr diese Bodenattacke, sondern hier so einen wunderschönen Ausfall, bei dem wir dann tunlichst rollen sollten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie wir den loswerden im Endeffekt. Okay, nicht vor ihm stehen, wenn er da seine Axt rausreißt, kommt er voll. Oh ja. Der Typ haut also wirklich ganz schön zu. Ja, und da haben wir echt kaum Zeit zum Zuschlagen hier. Das ist ein bisschen knifflig. Ouchie. Aber das Quen schützt uns so ein bisschen. Oha. Da hat er wieder seine Bodenattacke ausgepackt. Na scheiße, jetzt lädt er sich gleich wieder auf, ne? Oh fuck, ich komme nicht an ihn ran, richtig. Oh Mann, das kann nicht sein.
Was sollen wir da machen? Sollen wir ihm die Geister wegschnappen oder was sieht der Plan hier vor? Das ist ein bisschen schwierig. Ich sehe nichts. Also, oh shit, hätte ich freuen sollen. Noch nicht hier hängen bleiben. Hier rein, das ist dumm. Ich meine, im Prinzip dieses Spiel hier können wir jetzt ewig spielen. Und er wird sich dann immer wieder an irgendwelchen Geistern aufladen. Ah, solange bis er halt keine Lust mehr hat. Ich meine, vielleicht kann er das auch nicht unbegrenzt machen. Aber ja, können wir uns drauf verlassen? Nö. Oh, mal sehen, vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Er ist noch nicht wieder in diesen Geistermodus zurückgekehrt. Ich glaube, wir haben ihn. Der Pedell wurde dem Mysterium zugefügt. 64 Erfahrungspunkte. Naja, war ja auch ein einfacher Kampf, ne? Eyes or nostrils, deformed organs, damn thing had no right to be alive. Das stimmt. Well, philosophers do still debate what it means to be alive, exactly. Normally I'd be shocked, but not after what I just saw. Who are you two? Clearly not animals. Think of us as friends of the house. Okay. What about this thing? What can you tell me? Friend of yours? We called him the caretaker. Doesn't look like any creature I've ever seen. Where'd it come from? From very far away. He was summoned to guard Lady Iris in the home. He tended the garden, took care of unwanted guests. Very far away. Meaning where exactly? The name of this place would mean naught to you. Okay, sehr mysteriös hier. Ja, wenn die da Lust drauf haben. What's with the show? The pretense that you're animals. You couldn't have warned me? No. We're obliged to maintain discretion. So why talk to me at all? Why? Well, we get so few chances to talk to humans, and we're curious to know what brought you. Gonna need a better answer than that. Later. Na klar. You know the master of the house, the owner? Olgierd von Everick. Yes, we know him, but he left, and his wife became mistress of the house. Great. So, Lady von Everick home? Could you announce me, say she has a guest? Why do you wish to see her? I'm here to get the violet rose Olgierd gave Iris just before he left. Iris is inside, in the bedchamber upstairs.
Take his key. It opens the rear door. Guess I'll make my own introductions. Okay. Schwarze Katze und schwarzer Hund. So, how should I address you? As you did now. We'd rather keep our names to ourselves. Okay. Spaten des Pedels. Ja. Dann gucken wir uns gleich mal an. So, und außerdem wollten wir uns natürlich hier den... Oh, da war noch was. Ich habe es gerade auf der Minimap gesehen. Hier oben gibt es dafür nichts. Okay. Ach hier, die Gräber können wir uns noch angucken. Another intruder buried by the caretaker. Hier drüben gibt's. Aha. Seeds and bulbs. Someone's still planting flowers. Okay, ja, dann gucken wir uns das Ganze auch mal an. So, das waren Charaktereinträge, ne? Das war eine, gar nicht unter Monster. Oh, doch, jetzt Relikt. Der Pedel wahrscheinlich. Denke ich mir. Na, komm schon. Jo, da ist er, der Pedel. Na, gucken wir mal. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Philosophenweisheit sich träumen lässt. Bartolomeo d'Ares im Irrenhaus nach dem Versuch, Kontakt mit Kreaturen von einer anderen Ebene aufzunehmen. Was empfehlen denn hier? Quen und Reliktöl. Ah, okay, da hatten wir das falsche Öl drauf. Der Pedel dient mit der Gleichgültigkeit eines Golems und erwies sich im Kampf allzu gefährlich, wie er bei der Arbeit gewissenhaft war. Schmerz spürte er nicht. Tatsächlich schien jeder Hieb ihn zu stärken, gleichgültig, ob er ihn einsteckte oder austeilte. Als Waffe benutzte er seinen Spaten. Ferner konnte er Pedel mächtige Geister aus den Gräbern rufen, die er geschaufelt hatte, um sich selber zu stärken, indem er diese Geister absorbierte. Es fiel dem Hexer nicht leicht, den vernichtenden Spatenstreich auszuweichen. Seine einzige Chance, die Kreatur zu verwunden, bestand in den Phasen, als er Pedel mit dem Spaten im Boden außerweltliche Energien beschwor, um seinen Gegner vor Angst zu lähmen. Ah, okay. Das mit der Lähmung haben wir nicht mitbekommen. Oder zum Glück. So, dann gucken wir mal. Charaktere. Schwarze Katze und schwarzer Hund. Auf der Suche nach der lilafarbenen Rose, die Olgierd seiner Frau gegeben hat, gelangte Geralt zum verlassenen Familiensitz derer von Everec. Nun ein Hort seltsamer bis grässlicher Kreaturen. Unter diesen waren auch eine schwarze Katze und ein schwarzer Hund, die zwar sprechen konnten, aber doch recht wenig über sich erzählten. Geralt nahm an, dass sie Dämonen aus einer anderen Sphäre waren, die durch schwarze Magie herbeigerufen und in Tierkörpern gefangen waren, um Iris von Everec zu dienen. Dieses rätselhafte Duo hoffte, dass Geralt ihm Freiheit verschaffen würde. Freilich hatte der Hexer keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. Aha, okay. Die wollen also Freiheit von uns, das steckt also dahinter. Interessant. Wir gucken uns mal hier auf der anderen Gartenseite auch noch um. Aha, wer bist du denn? Don't know this deity. Strange. Olgierd doesn't seem the pious type. Hat Olgierd daher vielleicht auch seine Unsterblichkeit? Ich meine, wenn seine. Wenn er irgendein mächtiger Magier ist oder seine Frau oder. Ich weiß nicht, wer von den beiden hier die Magie beherrscht. So, wir gucken mal im Inventar der Spaten. 10% des bewirkten Schadens wird zu Vitalität. Wird zu Vitalität. Okay. Heilung. Okay. Cool. Ja. Eine Sekundärwaffe. Wo schmeißt man die denn hin? Ach so, hier in den Stahlschwert-Slot. Ja. Geht. Also war ganz gut, dass wir uns von ihm nicht so oft haben treffen lassen. Ne? Und das war auch dieser grüne Effekt, der da immer kam, wenn er uns denn mal getroffen hat. Ich habe mich schon gewundert, warum er ausgerechnet dann immer so eine geisterhaften Angriffe macht, wenn er uns trifft, weil seine Schläge sahen ja erstmal normal aus. So, okay, gut. Oder auch nicht gut, ich weiß es nicht. Aber wir stecken ja schon wieder ganz schön tief in irgendwas drin. Was wir bis jetzt nur zur Hälfte durchblicken. So, aufgeschlossen. You will die.
So begrüßt man doch keine Gäste. Mautz. So, wir legen noch mal ein bisschen Geisteröl nach, auch wenn uns das bisher noch nicht so richtig geholfen hat. Was haben wir denn hier bekommen? Einfach ein Questgegenständen. Ach hier, der Schlüssel. Ich weiß nicht, sie erscheint mir nicht so wirklich erpicht darauf, Besucher zu empfangen, ne? Nun gut, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Wir sollen ins Obergeschoss, Salpeter. Gut, okay. Wasserflasche Zwergenschnaps. Es geht ab. So, okay, hier können wir jetzt also von innen. Diverse Türen öffnen, wie es aussieht. Was sind das hier? Keine Ahnung. So, die Tür hier auch komplett vernagelt irgendwie. Da ist irgendwo noch eine Tür. Achso, das hier oder was? Da kommen wir doch nie im Leben durch. Tja, ich hoffe, Iris ist etwas gnädiger gestimmt, wenn sie erfährt, was Olgiert uns schickt. Da sollen wir rein irgendwie. Ich wollte mal gerade im Inventar, damit wir hier die Tränke aus Dernalia nicht so verschwenden. Irgendwas anderes zu mampfen in unseren Slot tun. Was haben wir denn Leckeres? Hier dieses gegrillte Fleisch, ne? Gegrilltes Schweinefleisch. Schmeißen wir da einfach in den Slot. Und unten in den Slot schmeißen wir ein Hühnerbrötchen. Hühnerbrötchen. So, vermuten wir hier das Treppenhaus. Vermuten, dass wir hier nichts sehen. Das sieht aus wie ein Treppenhaus. Wenn gleich auch ein sehr verfeinertes Treppenhaus. Da können wir uns ja gleich nochmal umschauen. Ups. Es geht ab. Ach, da rieselt der Staub, aber nicht nur so ein bisschen von der Decke. Können wir vielleicht unsere Laterne mal benutzen? What the hell? Oh shit. Gotta be careful. Ja, na dann sei mal vorsichtig. Also, wir wurden gewarnt. So viel steht fest. Von Redanien. Kovir und Provis, okay. Also hier die Erdkundeabteilung. Hier gab es doch auch eben was. War diese Kiste nicht eben gelb? Okay, gut, dann halt nicht. So, schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Ein ophirischer Kulitsch, noch einer. Iris Skizzenbuch. Upsi. Ja, was wohl? Ein Geistereinfluss. Was geht hier ab? Achso, es sind die Sachen, die gerade durch die Gegend geflogen sind. Ein bisschen habe ich mich ja schon erschrocken, muss ich sagen. Ach, das war falsch.
So, wo ist es denn, das Skizzenbuch? Da. Ach, kriegen wir dafür irgendwie eine Beschreibung? Nee. Schade. Ich hätte mir das sehr gerne mal angeschaut. So, hier war doch dieses Bild, ne? Nee, das Horn wollte ich jetzt nicht benutzen, sondern ich wollte die Laterne eigentlich da reinschmeißen. Wo haben wir die denn? Okay, nichts. Schade. This is my house. Ja, ich bin auch nur zu Besuch. Ich gehe doch auch wieder. Sein Licht. Ah, guck mal, Olgierd. Olgierd, as I've never known him. A different man then. Ah, sieht viel freundlicher aus, weniger vernarbt. So, hier haben wir auf jeden Fall die Vordertür. Können wir die öffnen? Nope. Aha, da drüben brennt Licht. Und hier haben wir eine total verschüttete Tür, die wahrscheinlich in den Keller runterführt. Oder in Harry Potters Zimmer. Ich weiß es nicht. Haben wir auch noch eine Tür. Tidy. And everything's clean. Ready for a meal to be served. Caretaker must still set the table. Jupp, jupp, der Geist ist tatsächlich nicht erfreut über unsere Anwesenheit. Das ist uns inzwischen klar. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Hier auch nicht, wie es aussieht. Nope. Okay. Ups, da rutscht Geralt. Okay. Also. Ein paar Informationen konnten wir abgreifen. Nicht viele. Aber immerhin. So, Jungs und Mädels, und was uns hier im Obergeschoss erwartet, das finden wir beim nächsten Mal raus. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao!